Hallo und herzlich willkommen, Pakete, Pakete, Pakete. Und hier sind meine Top 5 Amazon Gadgets für den Monat September drin. Ich suche die euch jetzt immer so ein bisschen raus, guck, was neu erschienen ist, was sich am besten verkauft hat in verschiedenen Rubriken. Und was hier drin ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Eine super Neuvorstellung ist natürlich Flap Grip. Und Flap Grip ist eine Handyhalterung. Erstmal vielen, vielen Dank, Jungs, dass ihr mir diese Handyhalterung in dieser wunderschönen Farbe geschickt habt. Das erfreut mich sehr. Passt auch so total cool zu meiner Handyhülle. Aber wie gesagt, denkt euch jetzt mal die Farbe weg. Flap Grip kommt einfach direkt zu euch per Brief, per Paket. Je nachdem, wie ihr es bestellt. Oder ihr könnt es natürlich auch im Handel erwerben. Und dann wird das Ganze ausgepackt und man sieht natürlich, da sind auch zwei Tücher drin. Und du kannst dann erstmal deine Oberfläche von deiner Handyhülle bzw. von deinem Handy sauber machen und machst das eigentlich ganz vernünftig, sofern das getrocknet ist. Dann klebst du natürlich diese wunderbare Halterung auf deine Telefonhülle. Ich würde es immer empfehlen, auf die Hülle zu kleben und nicht direkt aufs Telefon. Kann natürlich passieren, dass dann irgendwelche Reste dann da sind, wenn ihr das mal wieder abmachen wollt. Also versucht es auf die Hülle zu kleben. Ja, und wenn es dann geklebt hat, einfach mal 15 oder 10 Minuten warten, bis das sozusagen angedrückt richtig fest ist. Und dann könnt ihr die ganze Geschichte schon verwenden. Und Flap Grip ist natürlich dann sozusagen, naja, ist auch keine neue Erfindung, kann man sagen. Man drückt dann hier rauf. Und dann kommt der Schniepel hoch, ja, Ding Dong, und das machen wir normal, weil es schön ist, macht Spaß, Ding. Ey, die Farbe, ja, wirklich. So, okay, also Flap Grip ist dann eure Halterung fürs Handy. Man kann folgende Dinge damit tun, man kann das Handy dann direkt so hinstellen. Und dann kann man YouTube-Filme gucken oder Spielfilme gucken, je nachdem, was ihr da wollt, beim Hinstellen. Gleichzeitig natürlich dann das Telefon in die Hand nehmen mit diesem wunderbaren Ring, der da hinten dran ist. Und das hält auch. Also da kann man so ein bisschen vor sich hin scrollen. Man hat große Telefone eigentlich ganz gut in der Hand. Das funktioniert wunderbar. Oder ihr macht folgendermaßen eure Videokonferenzen in Zukunft mit eurem Smartphone. Braucht dafür keine Stativhalterung. Einfach das Laptop quasi nehmen und euer Handy hier dank Flap Grip an das Laptop anschrauben. Das funktioniert auch ganz gut und wackelt nicht und hält. Und je nachdem, was ihr machen wollt, entweder telefoniert ihr und habt das Handy griffbereit und surft nebenbei mit dem Laptop oder ihr habt halt eine Videokonferenz mit der Frontkamera. Funktioniert auch wunderbar. Dafür kann man es ebenfalls benutzen. So, jetzt haben wir aber natürlich auch noch die Möglichkeit, das ganze Ding im Kfz zu verwenden. Und da soll man das in die Luftschlitze stecken und das hält auch ein bisschen, kann ich sagen. Aber sofern die ersten Kurven und die ersten Schlaglöcher kommen, kann es passieren, dass euer Handy runterfällt, weil so super hält es ja dann irgendwie auch nicht mehr. Ansonsten, was gibt es natürlich noch hier bei dem Teil zu sagen? Im Handel zwischen 7 und 10 Euro erhältlich. Es ist nichts Neues und wer induktives Laden in seinem Handy hat und mit Hülle laden möchte, der kann das vergessen, weil jetzt klebt ja mittlerweile der Flap Grip oder das Flap Grip drauf und das ist dann ein Riesenproblem mit dem Dings, aber ansonsten, wer sein Handy irgendwie gerne hinstellt, wer jetzt irgendwie mit dabei sein möchte im neuen Hype, das verkauft sich ganz gut bei Amazon, momentan sehr hoch platziert in den Verkaufscharts, wie gesagt zwischen 7 und 10 Euro, wer Bock hat, der kauft sich das und nicht in der Farbe, nein, nicht. Es gibt es auch in Schwarz und Grün und weiß ich was, aber im Rosa. Und warum schickt man mir Rosa? Ist egal. Gut, Flap Grip. Wer Bock hat, der kann es kaufen. Als nächstes geht es um die kleine weiße Kiste hier. Klar, Kenner, die wissen, es sind Bluetooth-Kopfhörer, aber ich muss dazu sagen, es sind keine originalen Apple-Kopfhörer, aber die haben sich ganz gut verkauft in diesem Monat bei Amazon. Ich glaube, Platz 5 oder Platz 7 in den Verkaufscharts und bei einem Preis von 25 Euro muss man da wahrscheinlich auch nicht viel überlegen, wer morgens mit dem Bus Radio hört zur Arbeit oder wer sozusagen dann zwischendurch mal telefonieren möchte und eine günstige Freisprechanlage braucht über Bluetooth, der ist hiermit komplett gut bedient und die sehen nicht nur so ähnlich aus wie die AirPods von Apple von außen, nein, die sehen auch so ähnlich aus wie die AirPods von
Apple von innen. Denn wenn man hier mal die Schachtel aufmacht, dann sieht man ganz genau, das sieht irgendwie so ein bisschen wie das Original aus. Also wer sich da sozusagen dran hält, der hat erstmal eine schöne Lampe, rot und blau, sieht erstmal gut aus. Und natürlich, wenn man die rausholt, sehen die ebenfalls so ähnlich aus. Da gibt es kaum Unterschiede. Also vom Aussehen auf alle Fälle nicht. Und dann kann man sie natürlich direkt ins Ohr reinstecken und ist halt Plastik und hält aber. Also vom Prinzip her ist da jetzt nicht irgendwie irgendwas so, dass es rausfällt oder so. An der Seite sind die auch steuerbar. Man sieht es hier sozusagen an den kleinen Knöpfchen links und rechts. Da kann man dann auch noch Lautstärke und andere Dinge regulieren. Geht also auch. Ja. Wer jetzt aber den Hammerklang erwartet für 25 Euro, den muss ich leider enttäuschen. Also die klingen auch wie 25 Euro. Wie gesagt, wenn ihr morgens mit dem Bus fahrt und mal schnell hier zack, Freisprecheinrichtung oder vielleicht irgendwie unterwegs das ganze Ding im Ohr haben wollt, um erreichbar zu sein und ein bisschen Musik zu hören, ist es ganz gut. Ja, wer aber natürlich Apple-Qualität erwartet, der muss auch Apple-Preise zahlen. Die kosten ja dann so um die 250 Euro. Und das Produkt ist ganz einfach mal 10% von diesem Apple-Preis. Und es ist verträglich. Also du kannst Musik hören, du kannst telefonieren, aber wie gesagt, erwarte bitte keine Qualität für den Preis. Die Qualität ist so ein bisschen nach hinten gerutscht, aber 25 Euro und alle denken, das sind Originale, kann man sich überlegen. Link ist in meiner Beschreibung für diese freundlichen Bluetooth-Kopfhörer. Fujifilm Instax Square SQ6. Hört sich an wie ein Gebrauchtwagen, ist aber eine Kamera und eine Sofortbildkamera. Aber Fujifilm hat das so ein bisschen weitergeführt, was Polaroid damals mal angefangen hat. Hier ist mal eine Kamera, wo auch ein Objektiv drin ist bei einer Sofortbildkamera. Das ist nicht normal und Fujifilm hat natürlich viele verschiedene Sofortbildkameras im Angebot. Und das ist so ein bisschen die professionelle Geschichte und ideal für Hochzeiten, für Geburtstage. Zu Weihnachten, für den Opa, wenn er mal so ein richtiges Foto haben möchte. Völlig interessant und schlapp 100 Euro und in verschiedenen Farben erhältlich. Ich habe mal das Blau bestellt, das fand ich gar nicht mal so schlecht hier von der Kamera. Und wie gesagt, man sieht, da ist ein Sucher drinne und da ist gleichzeitig auch ein Objektiv dran. Und natürlich hier vorne auch ein Selfie-Spiegel, in dem man dann reinschauen muss und dann knipsen. Und schon hat man sein Selfie, was dann hier oben gleich danach rauskommen. 2 bis 3 Minuten muss man warten, dann ist das Bildchen fertig. Und was das ganz Besondere an dieser Kamera ist, das ist natürlich dieser Mode. Man kann verschiedene Modi bei der Kamera einstellen. Zum ersten, klar, hier Automatik-Mode, dann gibt es den Selfie-Mode, dann gibt es noch einen Makro-Mode, gleichzeitig Double Pictures übereinander fotografieren geht auch und. Also mit der Menütaste stellst du halt deinen Modes immer komplett ein und du hörst dann auch, wie sich das Objektiv so ein bisschen danach ausrichtet. Gar nicht mal so schlecht, also nicht nur raufknipsen, lächeln, sondern auch ein bisschen mit Anspruch. Gleichzeitig kannst du den Blitz an- und ausmachen, hast hier die Mode-Taste. Es ist schon ein bisschen mehr Kamera, kann man dazu sagen. Und wie gesagt, schlapp 100 Euro muss man dafür investieren, aber man hat natürlich dann auch ganz lustige Produkte, denn der Auslöser ist nicht gerade hier oben, wie man jetzt denken könnte, dass das sozusagen der Auslöser ist. Das ist nur der An- und Ausschalter für die Kamera. Der Auslöser dieser Kamera ist hier vorne, nicht verwechseln, ja, hier vorne direkt drin. Und wenn man dann mit der Kamera ein bisschen noch vor sich hinknüpft, dann macht das eigentlich auch Spaß. Man kann, wie gesagt, auch diese wunderbaren Filter hier vorsetzen vor dem Blitz. Hier hast du sozusagen mal grün, dann hast du blau und dann hast du auch rot in den Filtersätzen mit drinne. Damit kann man verschiedene lustige Sachen machen zu jeder Party. Wirklich der absolute Kracher und man sollte das Ding irgendwie im Schrank haben. Man kann es immer rausholen zum Geburtstag, zu Weihnachten, zur Hochzeit oder zu anderen Dingen. Und die Knipserei ist natürlich ganz einfach. Du guckst bei einem Selfie in den Selfie-Spiegel rein. Ich muss einfach das Selfie einstellen. So, dann guckst du in diesen Selfie-Spiegel rein. Der funktioniert auch einigermaßen gut. Versuchst natürlich dein Bestes, das Gesicht zu machen,
Ja, und schwupp, dann kommt auch schon direkt das Bild hier aus deiner Sofortbildkamera raus. Und du musst natürlich ein bisschen warten, bis es dann sozusagen belichtet ist. Aber so vom Prinzip her ist es gar nicht mal so schlecht. Also für jede Party im Schrank definitiv verstauen und öfter mal rausholen übers Jahr für 100 € eigentlich eine ganz gute Investition. Und was die auch richtig gut gemacht haben, finde ich, die haben nicht nur diese weißen Bilder bzw. diese weißen Polaroids, die man ja eigentlich so kennt, sondern die haben sich natürlich auch was einfallen lassen. Die haben auch schwarz und hier sieht man auch mal so ein bisschen dekoriert, gepunktet, ja, diese ganzen Bilder. Und das ist natürlich cool, wenn du jetzt irgendwie so ein Album machst von einer Hochzeit oder von anderen Geschichten, da hast du nicht nur weiße Bilder bei, da hast du dann auch mal schwarze oder mit gepunkteten in verschiedenen Farben. Also wie gesagt, es ist ein interessanter Party-Gag. Es ist gut für Geburtstage, für Hochzeiten, für alle Dinge, wo mal solche Art von Bildern gebraucht werden. Und ich finde es ganz gut. Link ist in meiner Beschreibung. Und das ganze Teil heißt dann Fujifilm Instax Square SQ6. Ja. Das nächste Gadget ist für alle Ordnungsliebenden, die ihre Apple-Geräte ordentlich und vernünftig verstauen möchten und gleichzeitig auch laden möchten. Und das kommt von der Firma Zeneo, ist wahrscheinlich irgendwas Chinesisches, irgendwie kein Problem. Machst die Packung auf, hast du auch nur Plaste und Laste, was du dann auch noch selber zusammenbauen musst, was aber nicht schwer ist. Du brauchst eigentlich nur die Halterung für die Smartwatch oben aufdrücken und dann geht eigentlich alles von alleine. Dann gibt es eine wunderbare Klappe am hinteren Teil, in der du dann auch dein Kabel verstaust. Das haben die eigentlich ganz gut gelöst. Hier hinten sind dann zwei Stecker eingebaut, USB und USB-C. Das wird hier einfach verbunden. Das Kabel kommt dann in die Halterung und man sieht es auch nicht, denn du machst einfach die Klappe zu und es ist alles wunderbar schön kaschiert. Ordentlich vor allem und musst dir nur sozusagen noch eins gönnen. Du musst deine Apple Watch Ladehalterung hier reindrücken. Hier ist natürlich noch ein Kabelschacht, wo du sozusagen dein Kabel dann hier direkt unten reinführst und dann kannst du sozusagen deine Apple Watch mit anschließen. Das Ladegerät für die Apple Watch ist nicht im Lieferumfang mit drin. Da musst du dein eigenes mit reinbauen. Genau wie dein eigenes Netzkabel. Hier hinten ist USB-C dran und hier schließt du sozusagen dein Netzkabel an. Das ist auch nicht mitgeliefert. Das Einzige, was mitgeliefert ist, ist dieses Kabel, was sozusagen dann die Ports hier miteinander verbindet. Aber für den Ordnungsliebenden natürlich eine unwahrscheinlich coole Erfindung. Abends am Nachttisch die Apple Watch abgelegt, deine AirPods raufgelegt, dein iPhone hier sozusagen raufgepackt und morgens, wenn du aufwachst und deinen ersten Kaffee trinkst, hast du alles zu 100% aufgeladen, weißt, wo es ist und es sieht auch noch schön aus, wenn das dann sozusagen, egal ob am Nachttisch oder halt in der Wohnung, auf dem Schreibtisch oder irgendwo steht. Ich finde es eine richtig gute Erfindung. Es ist natürlich auch Fast Charging, also Schnellladen möglich, hier über die verschiedenen Ports. Aber am Anfang eine kleine Kniffelei, das hier hinten sozusagen einzubauen, kommt man aber mit klar. Hier hinten ebenfalls das Kabel zu verbinden und dann hier reinzustecken, ist auch nicht so optimal gelöst. Aber man schafft's und für 26 € finde ich das nicht zu teuer. Es ist ein richtig schönes Gadget für die Arbeit, für den Schreibtisch oder gleichzeitig natürlich auch für den Nachttisch. Man hat alles ordentlich sortiert, alles wird über Nacht geladen und ich muss ehrlich sagen, wirklich eine schöne, feine Idee. Link ist in meiner Beschreibung. Herrlich. Kuckuck. Dieses Ding hat mich wirklich fasziniert und das ist wirklich mein Best Gadget für diesen Monat. Jetzt werdet ihr sagen, ja klar, ein Fahrradhelm, wunderbar, schön, was will der jetzt mit Fahrradhelm? Aber das ist nicht nur ein Fahrradhelm, das ist wirklich ein Fahrradhelm, bei dem man richtig nachgedacht hat. Und zwar von der Firma Livel, dieser Fahrradhelm, auch schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Also hier rauscht es sozusagen an Preisen, da muss was hinterstecken. Und was dahinter steckt, das kann ich euch jetzt mal ganz kurz erzählen. Und
zwar ist dieser Helm natürlich hier hinten mit LED-Leuchten verbunden. Das heißt, wenn ihr hier diese wunderbare Fernbedienung aktiviert, was auch nicht schwer ist, die wird dann sozusagen an den Lenker des Fahrrads angeschraubt. Und wenn ihr zum Beispiel nach rechts abbiegen wollt, dann simuliert ihr sozusagen einen Blinker und der zeigt natürlich komplett, wo ihr hin wollt. Andere Seite geht natürlich auch in die andere Richtung, rechts oder links. Wunderbar. Dann merkt ihr natürlich, wenn ihr abrupt stoppt, gibt es dann hier auch ein Bremslicht. Na klar, das normale Licht hinten am Kopf, das ist ebenfalls garantiert. Und jetzt kommen wir noch mal natürlich zu den Highlights des Helmes. Es ist nicht nur so, dass du hier vorne auch beim Verbauen wunderbar gemacht so einen Luftschlitz für den Kopf hast. Du hast hier noch ein kleines Visier dran und natürlich hier oben ebenfalls noch so Schlitze dran, dass die Luft während der Fahrt ebenfalls noch an deinen Kopf kann. Hier drinnen hast du noch diese Polster, die kannst du rausnehmen, die kannst du auch waschen. Das ist auch eine gute Idee. Natürlich der Gurt, total cool gemacht, auch total easy. Hier hinten hast du dann den Power-On-Off-Schalter. Gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeit, diesen Helm zu laden über das Ladekabel, was du hier sozusagen direkt reinsteckst. Und das ist auch wassergeschützt und da kann auch nichts passieren. Aber vom Prinzip her, hier oben auch noch ansässig auf jeder Seite ein Lautsprecher. Das heißt, über die App kannst du hier Musik hören, währenddessen du Fahrrad fährst und du kriegst den Straßenlärm natürlich noch mit. Das ist die schöne Sache an der ganzen Sache. Also du hast wirklich alles komplett im Griff, hast nebenbei noch ein bisschen Musik an. Gleichzeitig eingebautes Mikrofon ebenfalls mit dabei. Du kannst mit dem Teil telefonieren. Handfrei natürlich, also direkt am Helm per Sprachsteuerung kannst du gleichzeitig mit diesem Helm telefonieren. Und wie gesagt, wenn jemand noch so einen Helm hat, dann könnt ihr auch euch untereinander unterhalten. Hier ist quasi so ein System drin, das den anderen Helm erkennt und gleichzeitig könnt ihr euch sozusagen über eure Helme dann mit den eingebauten Lautsprechern hier drin unterhalten. Und das ist wirklich ein Teil. Gleichzeitig, wie gesagt, gut verbaut. Hier kannst du die Kopfhörer noch mit einstellen. Gibt es in verschiedenen Größen von der Firma Livel. Und ich muss ehrlich sagen, die Idee, die dahinter steckt, ist der Hammer. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch gewährleistet, finde ich. 100 Euro im Durchschnitt kostet dieser Helm, aber ich glaube, den kauft man einmal und hat so viel Spaß mit dem Teil. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie gesagt, vom Blinken über diese wunderbare Fernbedienung. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in die App einen Notfallkontakt zu integrieren. Und wenn ihr stürzen solltet, dann merkt der Helm das auch und sendet eine SMS über euer Handy an euren Notfallkontakt. Also in Notzeiten auch richtig gut nachgedacht. Da wird dann auch geholfen, wenn ihr jetzt irgendwie im Wald sein solltet etc. Das Einzige, was ihr haben müsst, ist natürlich Funknetz. Ist klar. Ansonsten wirklich sehr gut überlegt. Knapp 100 Euro dieser Helm und der hat Funktionen echt. Also da bin ich total von begeistert. Fahrradfahren macht noch mehr Spaß mit diesem Helm. Link in meiner Beschreibung. Ich hoffe, euch haben einige Gadgets gefallen. Ich mache das jetzt jeden Monat. Ich suche mir so die besten raus, die ich euch dann vorschlagen kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, gern ein Abo dalassen bzw. einen Like. Ich sage danke und gern bis zum nächsten Video.